Ja, ich denke, es wird ein ganz schwieriges Spiel. Ich glaube, das erste Spiel war eines der schwierigsten Spiele in der Gruppenphase. Wir haben uns sehr schwer getan, weil sie eine defensive Mannschaft sind, die wenig fürs Spiel tun und ja, wir Probleme haben oder Probleme hatten, unser offensives Spiel aufzuziehen, weil sie immer alles defensiv kaputt oder versucht haben, kaputt zu machen. Aber am Ende haben wir es trotzdem geschafft, die 3 Punkte bei uns in Basel zu lassen und ich denke, wir fahren auch hierher, um zu gewinnen und wir wollen auch zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Ich denke, wir kommen mit einer sehr breiten Brust jetzt. Wir haben in der Liga hervorragende Ergebnisse jetzt gehabt in den letzten Spielen. Und von daher, wir müssen einfach versuchen, denen unser Spiel aufzudrängen. Und ich denke, dann wird am Ende der Sieger feststehen und das sind wir. Ja, ich glaube, wir stehen im Gegensatz zum Anfang der Saison noch kompakter in der Defensive, lassen kaum Chancen zu, spielen auch des Öfteren zu Null, was natürlich immer heißt, dass man nicht verlieren kann. Also von daher, ja, vorne haben wir immer Qualität, Tore zu schießen. Und ich denke, ja, das ist in den letzten, ja, seit Ende August sehr gut gelaufen jetzt in den letzten Spielen. Und ich hoffe, es bleibt auch noch so, dass bleibt noch länger so, dass wir am 20. August die letzte Niederlage hatten. Also ja, für mich als Außenverteidiger haben sich taktische ganz kleine Kleinigkeiten verändert, aber es sind jetzt keine gravierenden Sachen. Aber ich denke, ja, man sieht, dass wir, wie gesagt, defensiv gut stehen, kompakt stehen, aber defensiver würde ich jetzt nicht bezeichnen, weil ich denke, wir schießen jedes Spiel relativ viele Tore, wir bieten immer ein Spektakel im Stadion, von daher würde ich unsere Taktik jetzt nicht als defensiv bezeichnen. Ja, ich denke, wir haben uns jetzt in der Gruppe so eine gute Ausgangssituation geschaffen, denke ich, dass wir natürlich alle davon träumen, das Achtelfinale zu erreichen. Das ist unser Ziel, das ist ganz klar. Aber es ist einfach nicht leicht, weil wir haben jetzt hier ein schwieriges Spiel in Rumänien und danach haben wir Manchester United zu Hause. Also das sind ja keine kleinen Gegner. Und von daher, ich denke, mit 2 Siegen ist es möglich, es ist alles möglich. Wir haben bis jetzt einen guten Eindruck hinterlassen und von daher, ich denke, ich kann für die ganze Mannschaft sprechen. Und natürlich wollen wir ins Achtelfinale. Also es sind schon besondere Spiele auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man in den größten Stadien der Welt, oder Europas steht und dann diese Hymne kommt, ich denke, dass dafür spielt jeder Fußballer, da macht jeder Fußballer gerne seinen Job dafür. Und ja, das ist immer was Besonderes. Es ist nicht gleich wie der Liga-Alltag. Und wir sind froh, dass wir diese Spiele genießen dürfen und immer auswärts reisen können und zu Hause die Champions League-Spiele erleben können. Und ich hoffe, das Spektakel können wir noch ein bisschen weiterhalten. Nein, es ist nicht schwierig. Also wir sind alle Profi genug. Und wir haben natürlich auch unser ganzen Staff drumherum, der uns immer wieder fokussiert, angefangen vom Cheftrainer Heiko Vogel mit seinem Team, die uns immer wieder darauf fokussieren, was im Moment wichtig ist. Und das ist einfach das kommende Spiel, egal ob Champions League, Liga, Cup. Also das sind alle Spiele wichtig. Wir wollen in jedem Wettbewerb weiterkommen, haben noch Großes vor die Saison. Und von daher ist es nicht schwierig, dass man sich auf die Gegner einstellt. Es ist das eine oder andere Spiel ist verschieden, natürlich auch in der Champions League oder in der Liga. Aber wie gesagt, es geht in diesen 90 Minuten immer nur ums Gewinnen und wir wollen jedes Spiel gewinnen.